Die erste Folge von Boruto hat ordentlich reingehauen, die war mega, mega geil. Schreibt mal unten in die Kommentare eure Meinung zu der Folge. Heute gibt es mal eine kleine Theorie, es gibt jetzt keine Review oder sowas, denn es gibt einiges, was wir besprechen können. Denn in der ersten Folge hat man auch einiges gesehen, und zwar einen sozusagen Sprung in die Zukunft, wie es weitergehen wird mit Boruto, und danach wurde halt wieder zurück in die Vergangenheit sozusagen und man hat Borutos Kindheit gesehen. Aber kommen wir erstmal zu diesem kleinen Sprung in die Zukunft. Man hat Boruto und Kawaki gesehen, wie vorher auch schon im Manga, und es sieht abnormal geil aus. Kawaki scheint Naruto vielleicht sogar getötet zu haben, denn er sagt, ich schicke dich zu Naruto, dem siebten Hokage, und zwar Naruto Uzumaki, der anscheinend in Boruto bald sterben wird, oder? Ist es so? Ist es nicht so? Wir können nur spekulieren, und jetzt gibt es eine kleine Theorie dazu. Also, es ging in Naruto ja immer um Indra und Ashura, also Naruto und Sasuke, die zwei, diese Gegenüberstellung, Naruto wollte ihn zurückholen und so weiter, und irgendwann haben sie dann dieses volle Potenzial erweckt, beziehungsweise die volle Stärke von Indra und Ashura bekommen. Indra ist Sasuke und Ashura Naruto. Indra war ja der Vorgänger von dem Uchiha-Clan und Ashura von dem Senju- bzw. Uzumaki-Clan. Und ja, sie haben ihr volles Potenzial dann erweckt, wurden immer stärker und stärker und konnten dann so mit Kaguya bzw. auch Madara besiegen, aber nur zusammen, das ist der Punkt. Also sie konnten ihn zusammen besiegen, bzw. auch Kaguya konnten sie zusammen besiegen, aber einzeln wäre es wahrscheinlich nicht möglich. Das heißt, nur mit dieser verbündeten Kraft, auch diese zwei Gegensätze, die sich verbünden, um den großen Feind Kaguya bzw. vorher Madara zu besiegen. Aber einzeln, wie gesagt, würde es anders aussehen, bzw. Ihr kennt ja noch bestimmt Hagoromo bzw. Hamura, auch die zwei Geschwister sozusagen. Und es sieht sehr danach aus, dass Hagoromo, also der Weise der sechs Pfade sozusagen, dass er einzeln stärker ist, wenn er gegen Naruto einzeln kämpfen würde, wäre er stärker, und gegen Sasuke einzeln. Das heißt, sie waren nicht die stärksten überhaupt in dem gesamten Naruto-Universum. Das heißt, es gab immer stärkere Leute, aber zusammen haben sie es halt immer geschafft. Zusammen würden die wahrscheinlich auch Hagoromo besiegen, der jetzt natürlich tot ist. Aber es geht nur ums Prinzip, dass sie es zwar geschafft haben, gottgleiche Kräfte zu erlangen, aber nicht die stärksten wurden. Das heißt, es könnte jemanden geben, der stärker ist. Und zwar wahrscheinlich Kawaki, wenn er schon Naruto besiegt hat. Beziehungsweise, ich bin mir auch sicher, dass Kawaki, wenn er gegen Naruto und Sasuke kämpfen würde, dass er vielleicht sogar verlieren würde, aber er hat sich vielleicht extra vorgenommen, einzeln einen anzugreifen, aber dazu kommen wir gleich. Kommen wir jetzt mal zum Aussehen von Kawaki. Er hat eine Irokese, hat dieses Tattoo, was seine Stärke zeigen soll. Boruto hat ja auch so ein ähnliches Tattoo, und ich bin mir sicher, beziehungsweise diese Theorie ist schon ziemlich ausgefeilt, wobei es auch ein bisschen unlogisch klingt. Und zwar geht es darum, dass Orochimaru wieder seine Finger im Spiel hat. Wäre ein bisschen lame. Ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendjemand anderes dahinter steckt. Wäre meiner Meinung nach ein bisschen logischer, weil Orochimaru schon wieder so, wäre ein bisschen low. Aber kann ja trotzdem irgendwas in der Art sein, beziehungsweise irgendeine andere Person sein. Dass Kawaki eine Fusion sozusagen der DNA von Naruto und Sasuke sind, von den zwei stärksten Personen, die überhaupt in Naruto momentan existieren, also am Leben sind. Weil wenn man sich Kawaki ein bisschen genauer anschaut, sieht man, dass er an der Seite blonde Haare und oben schwarze Haare hat. Könnte ja sein, beziehungsweise könnte ein kleines Foreshadowing darauf sein, dass er wirklich die DNA von den beiden hat. Natürlich Haare gefärbt oder so, es könnte viele Dinge dafür sein, aber ihr müsst bedenken, ein Mangaka, wenn er sowas zeichnet, dann muss er schon so viel eingeplant haben, um in der Zukunft sagen zu können, beziehungsweise alles vorher planen zu können. Ihr kennt das doch bestimmt von One Piece und Eiichiro Oda. Ich glaube schon, dass Kishimoto, beziehungsweise der, mit dem er das zusammen macht, dass da schon viel dahinter steckt, weil so ein erstes Kapitel rauszubringen, beziehungsweise erste Folge rauszubringen und am Ende ist es dann komplett irgendwie anders, würde natürlich keinen Sinn ergeben. Kommen wir nochmal kurz dazu, wie es dazu gekommen ist, dass Boruto das Tenseigan vielleicht sogar kriegt. Es sieht sowas von krass danach aus. Ihr müsst wissen, Byakugan ist sozusagen in Anführungszeichen die schwächere Form. Also man kann das Tenseigan dadurch erwecken,
beziehungsweise durch Stärke wahrscheinlich erwecken. Also es war ein bisschen ungenau, deswegen will ich da nicht näher drauf eingehen. Aber es sieht sehr danach aus, weil wir jetzt im Anime auch Boruto gesehen haben. Er öffnet sein Auge. Der Hintergrund von seinem Auge ist allgemein schwarz und das blaue Auge sticht sozusagen richtig krass heraus. Und wenn es nur das Byakugan wäre, wäre es halt komplett weiß. Aber man sieht das blaue und das ist ein Zeichen für das Tenseigan, denn es gibt davon drei Stufen. Und zwar, das Stufe 1 ist, das Byakugan verliert seine milchig weiße Farbe und bekommt den blauen Rand. Stufe 2 ist, dazu kommen mehrere Farben. Der Anwender erleidet große Schmerzen, das kommt noch dazu, und unter weiterhin großen Schmerzen des Anwenders ähnelt das Tenseigan nun einer farbenprächtigen Galaxie. Das Weiße ist kaum noch zu erkennen und bei Boruto sieht man ganz klar, dass es nicht mehr komplett weiß ist und sogar der Hintergrund seines Auges ist ähnlich wie beim Edo Tensei, also komplett ausgeschwärzt, aber nur das eine Auge. Was kann das bedeuten, Leute? Das ist mega krass. Und dazu war in der ersten Boruto-Folge auch noch, als er diesen Jungen verfolgt hat, der von dem Bösen sozusagen eingenommen wurde für kurze Zeit, hat man Boruto gesehen, dass ein Auge von ihm schwarz wurde und halt dieses Tenseigan dazu kam. Beziehungsweise wenn es halt überhaupt eins ist, vielleicht ist es eine Vorstufe oder irgendwas dazwischen. Aber als er ihn angeschaut hat, diese Aura gesehen hat, ganz kurz, diese böse Aura, war sein Auge genauso. Also es war schwarz, es ist richtig komisch. Ich frage mich echt, was es hier sein könnte, weil wie gesagt, Edo Tensei, Tenseigan, ich weiß nicht, ob es da vielleicht eine Verbindung gibt, aber könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil wie gesagt, man hat halt wirklich ganz kurz gesehen, dass Boruto so ein komisches Auge hat und diese Aura gesehen hat und zack hat er die Augen geschlossen, wieder geöffnet und es war weg. Sehr komische Sache, sehr komische Angelegenheit. Viele meinten, dass er das Auge von Himawari kriegt, beziehungsweise von seiner Mutter vielleicht. Und halte ich für ein bisschen unwahrscheinlich, weil warum sollte dann dieser Effekt von dem Tenseigan so sein? Und das Ding ist, die beiden haben halt nur das Byakugan sozusagen, in Anführungszeichen nur. Und warum sollte dann dieser Edo Tensei Flair noch drin sein? Also dieses Schwarze. Es ist sehr komisch, man kann davon sehr lange spekulieren. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es sich hierbei um das Tenseigan handelt, dass Boruto der Nachfolger von Hamura ist, beziehungsweise Hamura ist ja allgemein der Vorgänger von dem ganzen Hyuga-Clan. Und mal sehen, was für eine Story, beziehungsweise was für einen Impact das auf die Story haben wird. Um nochmal zusammenzufassen, ich denke, dass Boruto stärker wird, als Naruto und Sasuke es jemals zusammen waren. Und deswegen wird er die Möglichkeit haben, Kawaki zu besiegen, der vermeintlich Naruto und vielleicht sogar Sasuke umgebracht hat oder was auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Naruto und Sasuke in dieser Serie tot sein werden. Das möchte ich nicht erleben, das möchte ich nicht sehen. Irgendwie anders hat er sie vielleicht aus dem Universum rausgenommen und vielleicht kommen die später zurück, nachdem Boruto sie Kawaki besiegt hat. Aber um zum Entschluss zu kommen, ich denke, dass Boruto es schaffen wird, Kawaki zu besiegen. Kawaki benutzt wahrscheinlich diese neuen technischen Geräte und sagt, die Zeit der Ninja ist vorbei, weil er wahrscheinlich ohne Ninjutsu, beziehungsweise ohne wirklich diese Jutsus halt drauf zu haben, dieses Fake-Jutsu-Teil benutzt, was Boruto auch bei der Prüfung benutzt hatte beim Boruto-Film. Und ja, somit das Zeitalter der Ninjas endet, beziehungsweise er es beenden möchte. Boruto schafft es dennoch, durch die Jutsus es wieder sozusagen zurückzuerlangen, beziehungsweise um zu zeigen, dass Ninjas doch stärker sind als irgendwelche Fake-Tools, mit denen man irgendwie tricksen kann. Und ja, dann wird er vielleicht auch mehr seinen Vater respektieren, nachdem er sieht, wie er in Anführungszeichen stirbt, wenn er überhaupt sterben sollte, wird er ihn vielleicht sogar rächen. Wenn Sasuke was passiert, wird es sogar vielleicht schlimmer. Was mir noch in den Kopf gestoßen ist, dass Borutos Umhang sehr nach dem Umhang aussieht, den Sasuke anhat. Vielleicht hat er ihm das übergeben, bevor er vielleicht gestorben ist oder irgendwie, bevor er irgendwohin losgezogen ist oder sonst was. Und deswegen kämpft er sozusagen für Naruto und Sasuke, die ihm dann diese Stärke verleihen und sozusagen Boruto den stärksten Ninja überhaupt machen und dass er stärker wird als Naruto und Sasuke. Vielleicht ein bisschen unvorstellbar und alles auf einmal so, aber Boruto fängt ja gerade erst an. Es wird sehr viele Folgen haben und Kishimoto plant, das besser zu machen als Naruto. Und von daher können wir gespannt sein, Leute.
Boruto auf jeden Fall mega geil. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare, falls ihr mehr Bock habt auf weitere Boruto-Videos. Das wär's dann von mir gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Video.